Besonderer Käse braucht besonderes Ambiente, aber wo? Zur Linken, Notre Dame, eines der frühesten gotischen Kirchengebäude Frankreichs. Wusstet ihr schon, dass darin 10.000 Menschen Platz finden? Oh nein, war das knapp! Wusstet ihr, dass die Seine allein im Stadtgebiet von 35 Brücken überspannt wird? So, genug gesehen. Jetzt darf man auch mal genießen. Bonjour, Madame. Ich hätte gerne 200 Gramm von dem Mimolette, Libero, Comté, Morbier, Münster, Camembert. So hautnah am original französischen Käsestand lässt sich der Käse bestimmt besonders gut genießen. Was für ein Ausblick! Da lässt sich doch Käse gleich besser genießen. Oder was meint ihr? Aber über Paris kommt einfach nichts drüber. Jetzt seid ihr gefragt. Schickt mich auf Reisen. Ihr dürft entscheiden, wo ich den französischen Käse in der Hauptstadt genießen darf. Entweder bei einer Fahrt auf der See. Oder auf einem typischen französischen Wochenmarkt. Oder in 324 Meter Höhe. Auf dem Wahrzeichen von Paris, dem Eiffelturm. Schwere Entscheidung, nicht wahr? Und das Beste ist, ich nehme euch mit auf die Reise und berichte live vor Ort. Außerdem könnt ihr selbst eine Reise nach Paris für zwei gewinnen. Natürlich inklusive An- und Abreise, Übernachtung, Sightseeing-Tour und einem kleinen Treffen mit mir. Höchstpersönlich. Na, wenn das kein Anreiz ist. Ich bin gespannt, wo ihr mich hinschickt.